Wie falsch du liegst, alter Freund. Es muss okay, das ist interessant. Die Titelmusik hört. Waren viel zu lange still. Komm, Junge, da ist die Akustik auch viel besser. Danke für die Information. Na, dafür bin ich doch da. Okay, ja. Aber wie? Sie ist fest verschlossen. Oh nein. Steve hat einen Keksschlüssel. Zum Glück ist er noch nicht zerbrochen, der Keksschlüssel. Das wäre tragisch. Der hält aber ziemlich lange mit der Keksschlüssel. Das ist ein harter Teig. Also ich nehme gerade mal einen Stuhl zu trinken. Nach einer Stunde mal ein bisschen was trinken. So. Wir haben da 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Phosphorsäure. Und 3. Ah, okay, wir haben hier 4 Löcher. Das ist bei der 1. Das ist also 2 und die 4 vielleicht. Nee. Sehr schön, aber da müsste man jetzt wissen, was das ist. Und ist das dort dann hier? Ist die 1 und die 4? Ne, 2 und die 4. Die 1. Die 2 und die 4. Die 1 und die 3. Ne, da müssen wir dazwischen und dann das 1 nochmal. Verdammt. Da müssen wir die ein bisschen was am Geräusch erkennen. Und er muss es in der Kapelle nochmal singen für uns, damit wir das machen können. Verdammt. Haben Sie irgendwelche Fragen? So, Windkapelle. Wir würden nun gern. Haben Sie? Oh ja. Haben Sie? Oh ja. Bitte folgen Sie mir. So, dann müssen wir ihn bloß da wieder wegkriegen, damit wir spielen können. So, kannst du nochmal singen? Kannst du dieses Lied nochmal singen? Na klar doch. Ah, sehr gut. Hör auf, er hat's gesungen. Das Lied darf nicht mehr gesungen. Ist das sichtbar da oben? Jetzt wissen wir, wie wir es machen können. Wie falsch du liegst, alter Freund. Dieser. Ja. So, zurück zur Rezeption. Na, ihr wollt zurück? Ich hoffe, einmal können wir noch den Keksschlüssel nehmen. Der zerbricht noch nicht, der Keks, der bröselt noch nicht. Das große Tür mit dem Keksschlüssel, mit dem steinigen Keksschlüssel. Und jetzt können wir es ja auf der Flöte spielen. Das ist ja, jetzt haben wir ja die Vorgaben dort drin. Jetzt wissen wir, wie wir die Flöte greifen müssen. Die Flötennase. Das sind die Ringe. Schauen wir uns an. Und okay, das wird jetzt ein bisschen Konzentration. Die 1, 2 und die 4, 3, 2 und die 3, 1 und die 3 und die 1. Schau mal, deine Nachtmusik hat sie zum Leuchten gebracht. Mach das nochmal. Wundervoll. Das klingt aber anders. Ich
Was sind die? Ach so, da sind die mitten da noch mehr Noten. Ach du Schreck. Wow. War ich das etwa? Oh. Ist die Windbrunnen wieder in Betrieb gebracht. Oha. Was haben wir da? Murmeln? Was sollen wir denn mit Murmeln? Oh, Schreck. Errungenschaft freigeschaltet, Chapter 3. Der bedeutet. Ah, wir haben Kapitel 3 freigeschaltet. Oh nein! Schau dir das an! Conroy muss sie gebaut haben. Nicht Conroy. Es gibt nur einen Asposer, der sowas bauen kann. Mein Vater muss hier irgendwo sein. Du brauchst. Ach du Fußschnäse. Was? Oh. Er muss hier irgendwo stecken. Ich muss zu ihm. Warte, was soll ich denn ohne dich machen? Nimm das hier. Ein Zettel? Aber was soll ich, Viel Glück! Ein Zettel? Laura? Ich glaube, sie ist zu diesem großen, bedrohlich aussehenden, von Wachen umzingelten Gebäude gerannt. Toll. Was hilft uns die Notiz? Wir haben unser ganzes Inventar aus der Konrad-Puppe verloren. Damit kann man nichts machen. Wir können sie untersuchen. Vielleicht steht was Tolles drauf. Da steht drauf: Hey, schau mal da drüben. Warum hat Laura mir den Zettel gegeben? Aha. Okay, wir sollen da drüben schauen. Können wir ein bisschen musizieren? Hey, hör auf hier rumzuflöten! Okay, können wir nicht. So, ich mache eine kurze Aufnahmepause, eine kurze Streampause. Kurz, ich schicke euch kurz in den Pausenraum. Und wir sehen uns gleich wieder. Im dritten Kapitel. Da gucken wir dann weiter, wie es hier vorne geht. Ich mache eine kurze Pause. Bis gleich. Und dann machen wir hier gleich hier weiter. Na dann. Ich habe einen Kurbelkasten und Kurbel. Wo ist die Kurbel? So funktioniert das nicht. Das ist eine Kurbel, das könnte eine Kurbel sein. Irgendwie. Dieser Kurbelkasten und die Flagge haben irgendwas miteinander zu tun. Ich weiß nur noch nicht was. Flagge. Conroy hat sich tatsächlich seine eigene Flagge erschaffen. Er ist größenwahnsinnig. Ich komme nicht dran. Tja, mechanische Basil. Es ist wirklich eine Maschine. Conroy schreckt einfach vor nichts zurück. Warum habe ich ihn all die Jahre nicht durchschaut? Es bedeutet, dass Conroy entweder naiv. Der brillanteste Lügner Asposiens ist, naivste. Oder ich einfach ein Riesenidiot. Nein, es lag an Conroy. Bestimmt. Ich glaube, das hier ist der Motorraum. Ich weiß ja nicht mal, was ich damit kaputt machen würde. Das fasse ich lieber nicht an. Das runde Bauteil liegt genau vor dem rechten Fuß der Wache. Ein treffes Tier. Kann ich das haben? Nein, das brauche ich noch. Glaube ich. Dass der nicht Alarm schlägt. Klarlack. Wenn man Dinge damit bestreicht, sieht alles genauso aus wie vorher. Sinnloses Zeug. Ja. Kann ich den Eimer mit dem Klarlack haben? Nein, das dürfen nur Mechanikerwachen benutzen. Und du bist ganz offensichtlich keine. Dafür braucht man eine Klarlack-Ausbildung. Na sicher. Ein Inbusschlüssel. Sehr praktisch. Kann ich das haben? Wahrscheinlich nicht. Nein, das dürfen nur Mechaniker wachen. Und du siehst. Ach so. Wie er sich da seine Nase durchsteckt. Kaffeekanne, ein bisschen Kaffee trinken. Da ist nichts drin. Da
Da gehört Kaffee rein. Eine leere Kaffeekanne. Ich weiß noch, dass Conroy seinen Kaffee rabenschwarz mochte. Ohne Milch, ohne Zucker und ohne Gnade. Da ist ein Filter drin. Und er ist bis zum Rand mit Kaffeepulver gefüllt. Aha. So brüht man keinen Kaffee. Okay, die Schränke können wir nicht öffnen. Die Persilienreihe können wir uns angucken. Oder haben wir noch was? An den Tunnel, das Ausrufezeichen und das Schild können wir uns angucken. Der Schacht führt zum Windbrunnen der Ruine. Nein, ich muss hier bleiben und verhindern, dass Laura irgendwas passiert. Oder irgendwem. Hochkletter nicht. Da steht Achtung in großen Holzbuchstaben. Das Ausrufezeichen verleiht dem Wort irgendwie Würde. Aha. Das kann ich nicht verwenden. Ich bekomme es so nicht ab. Aber ich will dieses Ausrufezeichen. Wir können das Ausrufezeichen bestimmt irgendwie mitnehmen, aber Bilderreihe. Ui, was war das? Loses Wachenbild. Das löst sich schon an der Seite. Können wir das bestimmt abziehen, oder? Ui, da mein Plakat. Nachrufplakette. Er liebte das Bier, er liebte die Frau, er liebte auch Arsen. Mechanikerwache, den Rest kann ich nicht entziffern. Okay. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Eine Wache wie jede andere. Sieht aus wie die Wache neben ihm und wie die Wache neben ihm. Alles klar. Stark wie nie gesehen. Bauchmuskeln wie ein Brett. Sah er nicht den Schacht? Marschierwache 10, Violett 8. Aha. Eine Wache wie jede andere. Sieht aus wie die Wache neben ihm und wie die Wache neben ihm. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Er trug Hüte aus Papier. Er ließ sich gern nackt anschauen. Sie schnappten ihn in der Nacht. Rumstehwache 4, Braun 8. Rumstehwache 4, Braun 8. Und da war Marschierwache 10, Violett 8. Es gibt doch irgendein Rätsel. Das ist doch irgendwie dann ein Rätsel. Ein ganz schlimmes Rätsel. Und mehr von denen gibt's nicht. Nur die Dreier. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Okay. Wir haben jetzt ein Wachenkostüm. Wir haben so ein Poster. Mechanikerwache hier, Kumpel. Kann ich mir was von deinen Sachen leihen, Kollege? Ich lass mich doch nicht verschaukeln. Du bist doch eine der Aussichtswachen, die nie was zurückbringen. Nenn mir deine Mechanikerwachenkennung. Mist. Ach du Schande. Ich glaube, es war 4 und 8. Okay. Hey, Moment. Die Kennung hat 3 Teile. Klar, ich wollte gerade den 2. Teil sagen. Ach du Schande. Ah ja, Violett. Das ist eine gute Farbe. Total unterschätzt. Und der 3. Teil? Hältst du mich für vollkommen bescheuert? Als wäre das eine Mechanikerwachenkennung. Ich kenne doch die Kennungen. Wie kann jemand so komplizierte Zahlen auswendig, aber seine Schnürsenkel nicht allein zubinden? Wenn... Okay, wir müssen uns die Bilderreihe nochmal sorgfältig angucken. Aber der hatte doch keine... Ach, verdammt. Müssen wir erstmal... RS. Wache 10, Violett 8. Wache 4, Braun 8. Also 4, Braun 8, 10, Violett 8. Aber ist, ja, das ist immer noch nicht klar, warum
bei welchem steht. Wie sollen wir das jetzt herausfinden, was da für Nummern stehen? Sekunde. Das kann ich nicht verwenden. Lies das nochmal vor. Er liebte das Bier, er liebte die Frau, er liebte auch Arsen. Mechanikerwache, den Rest kann ich nicht entziffern. Er liebte das Bier, er liebte die Frau. Das Bier könnte für vier stehen. Reimt sich auf. Er liebte das Bier, vier. Er liebte die Frau, also vier blau. Arsen. 18 hat man nicht, nee, das ist Arsen. Arsen, okay. Liebte das Bier. Er liebte das Bier, er liebte die Frau, er liebte auch Arsen. Mechanikerwache, den Rest kann ich nicht entziffern. Vier blau, das sind ja zwei Zahlen, vier blau, 10 vielleicht? Arsen, 18, das gibt es wahrscheinlich nicht, aber. Okay, versuchen wir das mal. Vier blau. 10. Hallo? Nein. Oh, jetzt können wir mit dem reden. Flagge. Klarlack. Okay, danke für dich. Ich helfe. Sekunde, wir wollen doch. Also das Zeug. Wir wollen das Zeug holen. Nicht mit dem reden. Mechanikerwache hier, Kumpel. Kann ich mir was von deinen Sachen leihen, Kollege? Ich lass mich doch nicht verschaukeln. Du bist doch eine der Aussichtswachen, die nie was zurückbringen. Nenn mir deine Mechanikerwachenkennung. Sophia? Okay. Hey, Moment. Die Kennung hat drei Teile. Klar, ich wollte gerade den zweiten Teil sagen. Das wäre dann blau, oder? Ja, blau. Ah ja, das ist eine gute Farbe. Total unterschätzt. Sind alle Farben total unterschätzt? Teil? Das ist dann für 10. Ja, 10. Ach ja? Ist ja witzig. Ich dachte, du wärst tot. Na dann, bedien dich. Ich habe eh keine Ahnung, wozu das gut ist. Aber zurückbringen. Alles klar. Kann ich das haben? Nein, das brauche ich noch. Glaube ich. Was habe ich denn da gerade? Verdammt. Imbusschlüssel. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Was habe ich denn gerade mitgenommen? Was habe ich denn? Ich habe doch gerade noch irgendwas gefragt und er hat gesagt. Das mache ich nicht. Was habe ich denn mitgenommen? Das lasse ich ihm, sonst kann er nicht mehr gehen. Okay. Hallo? Wer da? Was ist mit eurem Knie? Habt ihr euch verletzt? Was? Ach, das alte Wurzelballverletzung. Einer der Jungs von den Marschierwachen hat mich kurz vor dem Tor weggegrätscht. Meine Sehne hat sich aufgerollt wie ein Jojo. Au. Ja, seitdem ist mein Knie angespannt wie eine Sprungfeder. Aha. Könnt ihr mit eurem kaputten Knie dennoch Wurzelball spielen? Klar, aber die lassen mich nicht mehr. Ich trete jetzt so fest zu, dass niemand mehr meine Bälle annehmen kann. Der Letzte hat seinen Fuß verloren. Aha. Oh. Das ist aber nichts im Vergleich zu dem Kerl, der es mit einem Kopfball versucht hat. Autsch. Was baut ihr hier eigentlich? Das sieht aus wie ein Basil. Findest du? Oh, danke. Ich habe auch schon über einen Namen nachgedacht. Wie findest du? Pompadeus Reus. Zu dramatisch? Was ist mit all den anderen Basilen? Das ist schon fast eine ganze Armee.
Für die habe ich mir noch keinen Namen überlegt. Aber Conroy wollte sie alle das Bataillon der Zerstörung nennen. Was? Frag mich nicht, ich finde es auch langweilig. Ich meine, wo bleibt da der Subtext? Der Subtext. Hat jeder von diesen Basilen einen versteinernden Blick? Claro. Wenn ich das Teil erstmal gefunden habe, das man dazu einsetzen muss. Wir müssen ihn aufhalten. Was hast du gesagt? Ich sagte, wir müssen ihm was zum Geburtstag kaufen. Schon in Arbeit. Wir Wachen sammeln gerade alle Asp in einem Topf. Ihr wollt Conroy gemeinsam was kaufen? Anweisung vom Chef. Wer ist euer Chef? Conroy. Okay, die Flagge. Erkläre. Da hängt so eine komische Flagge. Ich habe so eine noch nie gesehen. Was bedeutet sie? Das ist die neue offizielle Fahne der Rechtschaffenheit. Abt Conroy hat sie selbst entworfen. Oh ja, ich erinnere mich. Kunst war ein Hobby von Conroy. Er war sehr kreativ beim Thema Foltermethoden. Okay. Sag nur mehr zur Flagge. Warum gibt es jetzt eine neue Fahne? Asposien hat doch eine sehr hübsche. Die mit dem lächelnden Phosphos drauf. Keine Ahnung. Er meinte irgendwas mit neue Ära, neue Fahne. Ich hab nicht zugehört. Ja, okay. Gut. Danke für die Auskunft. Wir haben uns immer noch nicht das Werkzeug geborgt. Ist doch jetzt blöd. Nicht mehr nötig. Mein brillanter Meisterplan, mich als Mechanikerwache auszugeben, hat funktioniert. Die Wache denkt, ich wäre einer von ihnen. Dann kannst du jetzt das Zeug nehmen. Kann ich das haben? Nein, das brauche ich noch. Glaube ich. Das hat ja sehr gut geklappt. Mechanikerwache 4 blau 10 hier. Ich nehme das hier mal mit, ja? Was hast du da? Ich weiß nicht genau. Okay, nimm mit. Na, Imbusschlüssel. Sehr schön. Sie können vielleicht die Flagge benutzen. Mechanikerwache 4 blau 10 hier. Kann ich den Eimer mit dem Klarlack haben? Von mir aus. Ich habe keine Ahnung, wozu man das braucht. Aber zurückbringen. Kann ich den Knie haben? Das lasse ich ihm. Sonst kann er nicht mehr gehen. Okay. Und das willst du nicht. Kann ich das haben? Nein, das brauche ich noch. Glaube ich. So, können wir Klarlack in die Kaffeekanne füllen und den Busschlüssel als Hebel benutzen, als Kurbel. Aha. Na, dann kurbel mal. Ui. Flagge. Nehmen wir mit. Komm her, kleine Flagge. Dein Job ist gerade wesentlich interessanter geworden. Die Kurbel wieder mitnehmen? Egal. Wir gehen mal hinunter zum Gang. Hier muss Laura langgelaufen sein. Ich wünschte, ich könnte wie sie über Dächer springen. Aber ich muss meinen Kopf benutzen. Aha, okay. Wachen. Überall. Ein Käfig. Er ist da festgeschraubt. Wegen Flitzpiepen wie dir. Aha, hallo Wellensittich. Oh, ein Wellensittich. Na, will der Piepmatz ein paar Körner? Für dich immer noch Sergeant Piepmatz. Aber zu Körnern sag ich nicht. Sergeant Piepmatz. Streicheln? Du kannst mich mal an meinem Pürzel kraulen. Was ist denn ein Pürzel? Die Fragen stelle ich hier. Warum hältst du mich von der Arbeit ab? Aha. Was tut ihr denn hier? Eine verdammte Pflicht. Wenn ich diese Deppen nicht in Ordnung halte, würden sie einfach stehen bleiben bis... Naja, sie würden einfach stehen bleiben. Aha, okay. Sie hören auf einen Piepmatz. Manchmal wird's hier schon ein wenig einsam. Hey Junge, du hast nicht zufällig einen kleinen Spiegel, den du entbehren kannst? Nein, wofür denn? Einen Pinsstein vielleicht? Auch nicht. Ach, macht ja nichts. Dann putze ich mir heute Abend eben nochmal das Gefieder. Okay.
ja. Also. Hallo Wellensittich. Ihr seid ein Wellensittich. Ah, super. Heißt das, ich kann fliegen? Ich meinte nur, dass das ein ungewöhnlicher Job für einen Wellensittich ist. Ja, nicht wahr? Ich habe als Gruppensittich angefangen. Keine schöne Sache. Hab meine Kameraden einen nach dem anderen fallen sehen. Oh weia. Im Krieg? Nein, von der Stange. Kein schöner Anblick. Das kann ich dir zwitschern. Ja, erzähl mir mehr. Kannst du denn auch ein Lied singen? Ich kann dir den Marsch blasen. Ey. Nein, ernsthaft. Besorg mir eine Trompete und ich beweise es dir. Ach, unsere alte Marschkapelle Sergeant Peepmuts Lonely Hearts Club Band. Conroy, was hast du dazu zu sagen? Conroy? Jawohl, seit 2 Jahren schon und verdammt stolz drauf. Warum? Endlich mal einer, der für Ordnung sorgt. Nicht dieses Wischi-Waschi-Zeug ohne Todesstrafe und mit persönlicher Freiheit und diesem ganzen Friedenskram. Ja, furchtbar. Ja, genau. Du arbeitest also gerne für Conroy. Keine Frage. Wenn die Basilen hier fertig sind, kehrt endlich mal Struktur ein. Was hat Conroy denn vor? Na, wonach sieht's denn aus? Eine Party wird er bestimmt nicht schmeißen. Ja, er hasst Partys. Oh, Sekunde. Er will Asposien unterwerfen. Er will nur das Beste für die Leute. Leider wissen die Leute nicht immer, was das Beste für sie ist. Aber ich hab schon zu viel verraten. Was ist eigentlich mit meinen Körnern? Die Wachen hier stehen unter deinem Kommando? Du meinst diese Einheit von hochgeschulten Spezialisten? Feine Jungs! Jeder hat ein sehr hochgeschult. Zum Beispiel? Zum Beispiel Marschieren. Die Mechanikereinheit, die absolute Elite. Ein paar von diesen Teufelskerlen können sich sogar allein die Schnürsenkel zubinden. Oder die Marschwachen. Mhm. Was diese Jungs wegmarschieren, solange kein Hindernis ihren Weg kreuzt. Wie zum Beispiel eine Tür. Tja, okay. Okay. Noch geredet. Danke für das, Gespräch. Oh, wird nicht sentimental, Junge. So, wie wär's dann? Brauchst du eine Flagge? Nein, das erinnert mich an all meine alten Piepmatz-Kameraden. Schlafend unter den Flaggen in ewiger Ruhe. Oh, weil. Reiß dich zusammen, sie sind ja wieder aufgewacht, wenn die Tücher weg waren. Verdammter Schlafreflex. Aber das ist nun mal unsere Natur. Killer und Kanarienvogel. Können wir nicht einfach das Tuch über die Alarmglocke haben wir hier? Oh, hoppla, kaputt. Nämlich. Hoffentlich bricht. Ich muss Laura. Nein, schlaf. Oh, Christ. Okay, jetzt müssen wir den Käfig packen. So, gute Nacht. Zeit zum Schlafen. Hey, was soll das? Was willst du mit dem Tuch? Nein, bitte. Man kann doch über alles reden. Oh. Schlafenszeit. Okay. Da kann ich jetzt nichts mehr mitnehmen. Ich kann das Hämmerchen benutzen. Ja, und dann schreie ich: Hier bin ich! Nehmt mich fest! Ja. Eine von Conroys Wachen. Er hat sich früher einen Spaß daraus gemacht, sie hintereinander aufzustellen und ihnen zu befehlen, umzufallen. Der Job von diesen hier ist es anscheinend, den Fußspuren zu folgen. Aha. Wenn die Wache mich sieht, wird sie mich einsperren. Und wenn sie mich einsperrt, wird Laura mich umbringen. Puh, das war knapp. Puh, das war knapp. Fast hätten sie mich gesehen. Okay, Nein, wegnehmen. Es ist für alle besser, wenn ich ihn schlafen lasse. Aha. Nein, warte, frisst nicht die Körner, das ist Reis. Oh Mann.